CEO. And the money comes in, the parade comes to town. Going down Broadway is a one-way street, whichever way I go. Hallo liebe Goldsucher, heute erwartet euch ein informatives Video darüber, wie Entwickler mithilfe spezielle Plattformen, die Apps erstellen und monetarisieren können, selbst ohne tiefgehende Kenntnisse der Blockchain-Technologie. Wenn du schon lange ein Abonnent von mir bist, dann hast du sicherlich viele interessante Projekte gesehen. Aber vielleicht hast du aus irgendeinem Grund noch immer nicht die richtige Plattform für dich gefunden, keinen passenden Token entdeckt, dich von keinem Spiel wirklich beeindrucken lassen. Du bist natürlich ein außergewöhnlich kritischer Mensch oder du bist einfach erst kürzlich auf meinem Kanal gelandet. Oder vielleicht hast du dich von einem Projekt inspirieren lassen. Oder du hast etwas wirklich Innovatives erfunden. Eigentlich ist es egal, wie du auf diese Idee gekommen bist. Das Wichtigste ist, dass ich dir erzählen werde, wie du sie umsetzen kannst. Und was ist die Idee? Natürlich die Erstellung deiner eigenen Blockchain-App. Wow. Angenommen, du möchtest eine App oder ein Spiel entwickeln, das auf der Blockchain läuft. Aber du hast keine tiefgehenden Kenntnisse darüber, wie Blockchain funktioniert und wie man dafür Programme schreibt. Ja, dafür muss man lange lernen. Aber glücklicherweise, für dich gibt es spezielle Plattformen, die diese Aufgabe viel einfacher machen. Sie bieten bereits fertige Werkzeuge und Bausteine, aus denen du deine App zusammensetzen kannst, wie mit Lego-Steinen. Ja, für Lego braucht man keine spezielle Ausbildung. Und als Beispiel, eine der beliebtesten solcher Plattformen ist Ethereum. Sie hat ihre eigene Programmiersprache namens Solidity. Und es gibt eine Menge Bibliotheken mit fertigem Code für Smart Contracts. Für alle Fälle erkläre ich, was das ist. Ein Smart Contract ist ein spezieller Code, der auf der Blockchain automatisch nach vordefinierten Regeln Aktionen ausführt. Hallo. Stell dir das wie einen Automaten für Süßigkeiten vor. Du wirfst eine Münze ein und nimmst eine Schokolade heraus und der ganze Prozess erfolgt automatisch nach klaren Regeln. Genauso funktionieren Smart Contracts. Also du nimmst diese fertigen Bibliotheken für Ethereum mit Standardfunktionalitäten, kombinierst sie wie Bauklötze, fügst deine Geschäftslogik hinzu und erhältst einen funktionierenden Smart Contract für deine App. Dabei musst du dich nicht in die komplizierten technischen Details der Blockchain einarbeiten. Danach erstellst du eine schöne Benutzeroberfläche für den Zugriff der Nutzer auf diesen Smart Contract. Und voilà, fertig ist deine dezentralisierte Anwendung oder die App. Es lohnt sich, die Möglichkeit der Nutzung von Orakeln bei der Erstellung von die Apps zu erwähnen. Ein Orakel ist ein spezieller Dienst, der die Blockchain mit der Außenwelt verbindet. Warum ist das notwendig? Damit der Smart Contract in der D-App externe Daten erhalten und nutzen kann. Zum Beispiel um Börsenkurse von Kryptowährungen oder Preise in Online-Shops zu verfolgen. Und basierend auf diesen Daten die erforderliche Geschäftslogik auszuführen. Früher erforderte die Implementierung solcher Funktionen tiefe Programmier- und Blockchain-Kenntnisse. Aber jetzt gibt es fertige Orakeldienste wie Chainlink, Band Protocol und andere. Entwickler können sie leicht integrieren und einfache APIs aufrufen, um externe Daten direkt in den Smart Contract zu bekommen, ohne sich in komplexe technische Details vertiefen zu müssen. Und nun möchte ich euch einen großen und ernsthaften Akteur in diesem Bereich vorstellen, Votun. Votun ist ein globaler Führer in der Entwicklung von Web3 APIs. Ihre Mission ist es, Unternehmen und Entwicklern die Erstellung, Interaktion und Verwaltung verschiedenster dezentralisierter Anwendungen im Web3 zu vereinfachen, ohne dass tiefe Kenntnisse in Blockchain-Programmierung erforderlich sind. Hinter Votun steht ein Team von Profis mit umfangreicher Erfahrung bei Giganten wie Amazon, Deloitte, Accenture und Microsoft. Das Projekt hat bereits mehr als $1 Million an Investitionen von Venture Capital Fonds wie DraperB1, Lensam, Wharf Esteem und anderen angezogen. Die Votun Plattform unterstützt die Arbeit mit verschiedenen Blockchains wie Stellar, Avalanche, Polygon, BNB Chain, Ethereum und anderen. Dies ermöglicht den Kunden, die optimale Infrastruktur für ihre Aufgaben auszuwählen. Bereits über 150 große Unternehmen haben ihre ersten Schritte in Web3 mit Hilfe von Votuns Lösungen gemacht.
Dank ihnen nutzen heute mehr als 30.000 Anwender die Wallets von Wotun. Zu den Kunden von Wotun gehören solche Giganten wie Melier Hotels International, Air Corte Anglaise, Renault, Cepsa, Maho und andere. In den kommenden Monaten plant Wotun seinen eigenen Token WTN zu lancieren, der als Treibstoff für das Ökosystem des Projekts dienen wird. Dies wird es ermöglichen, das Ökosystem von Wotun auf eine neue Ebene zu heben. Dank des Tokens werden Entwickler in der Lage sein, ihre Dienste zu monetisieren und Nutzerbelohnungen für ihre Aktivität zu erhalten. Unternehmen werden in der Lage sein, Transaktionen direkt in WTN zu bezahlen. Dies wird starke Anreize für alle Teilnehmer schaffen und breite Wachstumsperspektiven für das Ökosystem von Wotun eröffnen. Daher ist es definitiv lohnenswert, Wotun im Auge zu behalten. Und nun sprechen wir detaillierter darüber, wie man mit eigenen D-Apps Geld verdienen kann. Schließlich ist dies der Punkt, der die meisten Menschen am meisten interessiert. Lassen Sie uns also hier etwas genauer darauf eingehen, eine der häufigsten Methoden in die Ausgabe eigene Kryptowährungstoken. Plattformen wie Ethereum und Tron ermöglichen es, Token direkt in Smart Contracts leicht zu erstellen und zu starten. Eine einfache Idee, eine einfache Umsetzung. Zum Beispiel, wenn du ein Spiel machst, kannst du Token für Ingame-Käufe erstellen oder eine App für Künstler, Token für die Bezahlung von Kunstwerken. Das Wichtigste ist, dass die Token für die Nutzer deines D-Apps einen gewissen Wert haben. Nach dem Start der Token kannst du sie in einer Frühphase durch ein ICO Initial Coin Offering einkaufen. Das heißt, du kannst in dein Projekt investieren und damit echtes Geld verdienen. Viele Menschen und Unternehmen haben auf diese Weise bereits Dutzende Millionen Dollar zur Entwicklung ihrer Startups und Blockchain-Ideen gesammelt. Neben ICOs kann man Einnahmen aus Gebühren für verschiedene Operationen innerhalb des D-App generieren. Zum Beispiel, indem man einen kleinen Prozentsatz von jedem Tokentausch oder von der Auszahlung von Geldern nimmt. Oder indem man Gebühren für das Anbieten zusätzlicher Funktionen erhebt. Aber natürlich gibt es auch andere Methoden zur Monetarisierung von D-Apps außer der Ausgabe von Tokens. Viele dezentralisierte Anwendungen verdienen Geld mit Werbung. Dazu kann man spezielle Werbenetzwerke auf der Blockchain nutzen, wie zum Beispiel AdX. Sie ermöglichen es, Werbung in D-Apps zu platzieren und Zahlungen in Kryptowährung von Werbetreibenden zu erhalten. Dabei ist die Werbung dieselbe wie in herkömmlichen Anwendungen, Banner, Videos etc. Alles wird transparent und ehrlich auf der Blockchain verbucht. Ein weiteres vielversprechendes Gebiet sind NFTs auf der Blockchain. Das sind einzigartige digitale Vermögenswerte. Die Nachfrage nach ihnen und das damit verbundene große Geld halten weiterhin an. Zum Beispiel kann man limitierte NFT-Kollektionen von Gegenständen oder Charakteren innerhalb seines D-Apps herausgeben. Oder NFTs für digitale Kunstwerke, Musik, Videos erstellen und sie auf spezialisierten Marktplätzen wie OpenSea verkaufen. Es gibt also genügend Möglichkeiten zur Monetarisierung. Und das Coolste ist, dass viele technische Details des Prozesses bereits von diesen speziellen Plattformen gelöst wurden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir ein Like und abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt. Und schreibt in den Kommentaren, worüber ihr in den nächsten Videos mehr erfahren möchtet. Das war Lia mit euch. Bye bye.